So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. So, wir machen einen Auftrag und zwar das Rätsel der Mord von Kleinweg. Ja, ich habe da eine Schnellreise hingemacht. Anscheinend muss ich die da alle rausschalten. Ich glaube, da ist das Feuer besser. Weg, 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 weg. So, ganz kurz. Ja, Feuer ist gut. Runter. Oder rauf. Mal wurscht. Komm, 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 stirb. So. Finde die überlebenden Dörfler, okay. Ihr könnt rauskommen. Es ist wieder sicher. Ah, okay. Ah, ein Hexer. Was ist passiert? Die Nilfgaarder haben hier geplündert. Nach Wertsachen gesucht. Als ob wir was hätten. Wer hat sie getötet? Ihr ja sicher nicht. Ich weiß nicht. Müssen die Bestien gewesen sein, die du abgeschlachtet hast. Die Sache stinkt. Und damit meine ich nicht die Leichen. So war es, aber warum sich länger den Kopf zerbrechen? Du verheimlichst mir etwas. Ich werde herausfinden, was. Hier gibt's nichts. Nicht mal die Schwarzen haben was gefunden. Aus dem Weg. Na gut. Kann ich da reingehen? Ja, sehr gut. Ah, da sitzt wer. Ein Brot haben wir gefunden. Na, ich habe gewusst, dass da drinnen irgendwo was ist. So, da gibt's sonst nichts. Okay. Gehen wir wieder raus. Irgendwas muss da geben. Alter. Da, 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 da. Da, da. Die Kiefer sind so stark, dass sie die Rüstung zerdrückt haben. Okay. Kiefer ist so stark. Da haben wir noch wen? Mit großer Kraft auf den Boden geschleudert. Innere Blutungen. Der Geruch von Blut ist noch stark. Ich sollte ihm folgen. Ja, das sollten wir, Geralt. Folgen wir dem Geruch des Blutes. Und wenn wir schon mal vorbeigehen, nehmen wir das ganze Ghoul-Scheißdreck damit. Okay. So. Nein. Was machst du denn, Geralt? Da. Genau, das nehmen wir auch mit. Was kann ich nicht tun? Ich kann nicht springen, oder was? Alter. Ja, der Duft geht bis daher und ja, ist dann da zu Ende. Der Duft geht bis daher. Das war's. Ja, von da oben haben wir ja begonnen, oder? Ah, da oben geht's noch weiter, okay. Aha, okay. Hier gibt es nichts. Die Spuren führen zu diesem Haus. Was ist hier passiert? Wie meinst du das? Ihr alle seid in Gefahr. Und nur ich kann euch helfen. Ich bin der Einzige, der diese Bedrohung beseitigen kann. Was weiß ich? Hör mal zu. Wenn du mir nicht alles sagst, was du weißt, könnt ihr alle sterben, klar? Kannst du mit dieser Bürde leben? Unter dem Dorf gibt es Tunnel. Tunnel? Elfenruinen. Wir haben dort nach Schätzen gesucht. Und die dann an Händler aus Novigrad verkauft. Niemand hätte mit etwas Bösem gerechnet. Im Schutt haben wir eine Kammer gefunden mit einer schlafenden Bestie. Wir haben die Stützbalken zerstört, die Decke ist eingestürzt. Aber das Monster wurde nicht begraben. Wie sah das Monster aus?
Es war so dunkel da unten. Ich konnte nichts sehen. Und wie hat es die Nilfgaarder umgebracht? Ich bin weggerannt. Ich hab's nicht gesehen. Gib mir den Schlüssel für die Tür. Du willst reingehen? Nein, ich will mir daraus eine Halskette basteln. Und jetzt her mit dem Schlüssel. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ihr habt euch zum Bau des Monsters gegraben und dann den Eingang verschüttet. Aber die Nilfgaarder haben ihn geöffnet und nach Schätzen gesucht. Das Monster hat die Schwarzen getötet und ist in seinen Bau zurück. Ihr wolltet die Leichen begraben, aber der Gestank hat die Ghule ins Dorf gelockt. Stimmt das so? Ja, das war so, wie du sagst. Ich gehe runter. Wenn ich lange wegbleibe, lauft weg. Die Tür zu verrammeln, zuzunageln, nützt nichts. Es muss andere Wege aus den Tunneln geben. Okay, so. Kann ich da jetzt einfach reingehen? Okay, da muss man rein. Die Bretter lassen sich anheben. Warte noch, Geralt, ganz kurz. Ich möchte da ganz kurz nur nach hinten schauen, ob es da was gibt. Okay, Geralt, geh mal runter, oder? Warte mal, da drüben blinkt's noch. Da? Fellstücke. Ein Ekima hat hier geschlafen, bis er von den Dörflern geweckt wurde. Okay. 25 Erfahrungspunkte haben wir dafür gekriegt. Vielen Dank. So, da li und so da la. Dann schauen wir uns mal da unten um, oder? Okay, der liegt da schon länger. Ja, mit den Pilzen. Okay, nach links soll ich gehen. Dann gehen wir nach links. Nein! Oh, Gott sei Dank. Es war nicht so hoch. Okay. Alter. Weg, 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 weg. Wir nehmen Quen, nehmen wir. Nein! Roll, 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 roll! Aktiviert dein Quenzeichen, jawohl! Trinke, heil dich, keine Ahnung. Meine Fresse! So, jetzt! Weg! Sehr gut! Und Quen! Und trinken! Ah, das war jetzt blöd von mir, egal! Du zu bieten hast. Komm, 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 Quen. Sehr gut, und jetzt machen wir ihn fertig. Und mehr, du Scheißviech. Einmal muss ich ihn noch... Geht ja. So, alles mitnehmen. Die Trophäe natürlich auch. Danach meditieren wir eine Stunde. Ja, und dann soll es eigentlich passen, eigentlich gesagt. Sollte man fertig sein mit der Quest. Mal wieder mal eine schnelle Quest. Endlich einmal. So, Quest aktualisiert. Sprich mit irgendwen, okay. Wir machen noch Meditation. Eine Stunde. Aktivieren ganz kurz nochmal die Hexersinne, aber da Pilze gibt's da, okay. Und noch eine Truhe. Ja, verbesserte... Verbessertes schwarzes Blut, Manuskript, okay. Na, für irgendwas wird das schon gut sein. Die Pilze nehmen wir alle mit. Aber noch eine Truhe, Leder, Harz und irgendetwas anderes, keine Ahnung. Da haben wir noch einen Pilz, so, und von da ist das Viech rauskommen.
Ja, gibt's aber leider nichts. Nur den Pilz. Okay, dann verpissen wir uns. Aha. Zeigt er an, dass ich doch da rein soll. Es ist aber zu. Das wird sich nicht sehr viel bringen. So, wir gehen halt wieder da raus. Ganz normal. Genau, und jetzt zeigt das eh wieder normal an. Gut. So. Da. Und da war die Leiter. Okay, passt. Und fertig sind wir. So, und da. Geh rüber da. Gut. Da drinnen ist er. Gute Götter, er lebt! Ich habe einen schlafenden Ekima unter der Erde gefunden. Er war alt, muss viele Jahrhunderte geschlafen haben. Einen Ekima? Ein Vampir. Er wird euch nicht mehr belästigen. Hast du ihm den Kopf abgeschnitten und einen Pflock durchs Herz gestoßen? Ich habe getan, was notwendig war. Geht nicht mehr in die Tunnel runter. Ekimen sind keine Einzelgänger. Wir haben dich nicht beauftragt. Trotzdem hast du dir... Genau. Meine Bezahlung. Leb wohl. Wie viel Geld haben wir jetzt gekriegt dafür? 25 Erfahrungspunkte, okay. Ja. Ist auch ein schönes Sümmchen. Dankeschön. Für etwas, was ich nur so gemacht habe. So, erstattet den nilfgaardischen Patrouillenkommandantenbericht. Okay. Da können wir ja schauen, ob wir da irgendwie eine Schnellreise hinmachen können. Das ist rechts oben von mir, okay. Jawohl, da können wir gleich da hinmachen. Sehr gut, sehr gut. Aufträge sind anscheinend nicht so lange. Als die Nebenquests besonders lange dauern, das ist unglaublich. Die brauchen wirklich lange, die Nebenquests. Aufträge gehen wirklich schneller von der Hand runter. So. Lauf, Geralt, lauf. Da ist auch ein Schmied. Oh, da können wir gleich mal reparieren, auch gleich. Ah, nein, nein, nicht überall hängen bleiben da, Geralt. Da, Mann. Aber mal schauen, ob der noch was verkaufen kann. Was denn? Zeig mir, was du hast. Zeig mir, was du anzubieten hast. Genau, schauen wir mal, was er uns verkaufen kann für Stufe 23. Aha. Meisterlich gefertigtes Silberschwert mit 62. Das ist gut. Das sind Schemen, die kaufe ich mir auch gleich. Pergament. Ja, warum nicht? Das nehmen wir uns alles mit. Hast vielleicht noch eine Rüstung auch? Nein. Eine Rüstung hat er nicht, aber das Schwert nehmen wir uns auf jeden Fall mal mit. Welche Stufe ist das? 23. Perfekt. So. Leb wohl. Bis dann. Wir verkaufen das alles auch gleich. Wir schauen noch ganz schnell rein ins Inventar und geben alles rein, was wir halt brauchen jetzt. Da. So, das ist schon mal Silberschwert plus 7. Nein, das wollen wir nicht. Genau. Silberschwert. Plus 62, das ist schon mal weitaus besser. So, dann haben wir hier Stahlwaffe plus 14. Das nehmen wir uns auch gleich. Das ist sogar gewellt, das schaut sicherlich geil aus, ne? Schaut das nicht cool aus? Und ja, den Rest können wir eigentlich so verkaufen. So, was haben wir da? Verbessert Axi-Zeichen. Ja, das ist eigentlich ziemlich unnötig. Quen-Zeichen können wir eigentlich... Für die Verbesserung brauchst du einen Gegenstand mit passenden freien Fassungen. Ja, habe ich ja, oder? Achso, das ist für die Rüstung. Okay, okay. So, was haben wir da? Gewöhnlicher Gegenstand. Irgendetwas rüstungsdurchbrechend. Das können wir nehmen. Einmal da. So, was haben wir da? Chancen auf Verbrennung. Ja, das geben wir mal da rein. Und da rein auch. So, was haben wir da? Chancen auf Vergiften. Na bitte. Gehen wir auch gleich da rein. Den Rest können wir verkaufen. Servus Christi nochmal. Was denn? Ja, ja, passt schon. Zeig mir, was du hast. Zeig mir was. So, und den Rest verkaufen wir jetzt wieder. Nämlich den brauchen wir ja nicht mehr. Die Steine kann er von mir aus auch haben. Ist ziemlich unnötig. Nein.
Ich will das da verkaufen und das Schwert noch da. Genau. Super. Bis dann. Zwei neue Waffen. Das geht. So, und irgendeiner von denen da. Ich hab dich in der da wahrscheinlich. Jo. Was führt dich her? Ich habe eure Nachricht gelesen. Wer kann mir etwas über das Monster erzählen? Ja, ich. Eine Patrouille ist verschwunden, irgendwo am Südufer des Sturmsees. Wir wollen wissen, warum. Warum sollte das Arbeit für einen Hexer sein? Südlich von hier leben ein paar Ziegelmacher. Im Dorf Kleinweg. Jetzt ist es fast leer. Viele haben es verlassen. Wir erzählen von einem mordenden Monster. Dort treiben sich keine Redanier rum, das wäre dumm. Und Räuber greifen keine Kaiserlichen an. Das wäre noch dümmer. Also bleibt nur eines. Ein Monster. Ich war in Kleinweg. Ein Vampir hat das Dorf terrorisiert. Deshalb sind sie nicht zurückgekehrt. Ekimen sind harte Gegner, selbst für einen Trupp Soldaten. Wir werden sie in Ehren begraben. Als Helden. Deine Belohnung. Du hast sie dir verdient. So, fertig, oder? Schon von der Frier. Sehr gut. Ein paar Erfahrungspunkte werden wir noch kriegen, oder? 300? Sehr gut, sehr gut, sehr, sehr gut. Gut, was machen wir als nächstes? 195 Kronen haben wir dafür auch noch gekriegt. Ja, warum nicht? Wir machen mal schnell zu einem Schnellreiseposten. Der ist eh gleich da. Zacki zack. Und suchen uns die nächste Quest hier aus. Eine Nebenquest könnte man machen. Wir könnten noch einen Auftrag machen. Momental. 33, 35, 36, 24, 25, 28, 29, 17. Skellinge, Skellinge. Okay, wir müssen zurück nach Skellinge. Dann können wir die zwei da machen. Wir machen zuerst Auftrag. Das Phantom von Eldberg. So, Weltkarte. Weltkarte, danke. Skellinge. Und links von uns, genau. Ja, ah, da können wir genau hinreisen. Perfekt. Wie Jennifer von Wengerberg gesagt hatte, war es in Skellige zu einer magischen Explosion gekommen. Diese hatte einen großen Teil des Waldes zerstört und schien mit Ciris Auftauchen in Zusammenhang zu stehen. Geralt machte sich auf den Weg zu den Inseln, um Anhaltspunkte über Ciris Aufenthaltsort zu finden. Es zeigte sich, dass der Druide Moissac nicht daran dachte, die Zauberin den zerstörten Wald untersuchen zu lassen. Geralt und Yennefer suchten Jarlkrach an Kraid auf, der ihnen half, den Widerstand des Druiden zu überwinden. So, den Ladebildschirm überspringen wir. Wir sehen und hören uns dann, wenn wir dort sind. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.